Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja hier ein paar Mal genannt worden, der Antrag selbst, braucht man gar nicht viel drauf. Herr Rehberg, Sie haben es eigentlich komplett auseinandergepflückt, der Adressat stimmt nicht, die Inhalte sind falsch. Trotzdem haben wir die Gelegenheit, jetzt diese Debatte zu führen, die sollten wir denn auch nutzen. Der europäische Stabilisierungsmechanismus mit 700 Milliarden ausgestattet, soll nach unserer Vorstellung natürlich ein europäischer Währungsfonds werden, ausgebaut werden. Die Beschlüsse, sagen wir mal, Herr Kindler, vielleicht haben Sie die Vereinbarung von Meseberg nicht gehört und gelesen, weil Sie da irgendwas ausgeblendet haben in Ihrer Rede, dass nichts getan worden wäre. Da sind Antworten gefunden worden. Wir haben also hier ein Instrumentarium und hier will die AfD einschreiten und will Geld zurückhaben. Der Rettungsschirm für Griechenland ist enorm hoch, 330 Milliarden insgesamt. Die Verschuldung 180% des Bruttoinlandsproduktes. Da muss man natürlich sagen, wenn man das Bruttoinlandsprodukt in Prozent immer rechnet, das ist ja auch stark gesunken, wenn man das relativiert. Deswegen sind die Zahlen immer schwierig. Was aber klar ist, es ist deutlich zu hoch. Die Rückzahlungen, die Sie hier einfordern, sind vereinbart. Die des IWS und der EZB bis 2025, Griechenland liegt im Plan, die der EU-Staaten bis 2040, die des ESFS bis 2050 und die des ESM bis 2053. Jetzt sagen Sie, das alles zu lang. Wir haben eben schon gehört, dass im Londoner Schuldenabkommen Deutschland auch Rückzahlungsverpflichtungen lang gestreckt bekommen hat, nämlich über 41 Jahre bis 1994, also nichts Ungewöhnliches. Ihre rechten Kumpels von der FPÖ haben in Österreich zugestimmt, Anleihen an den Markt zu bringen mit 50-jähriger Laufzeit. Fragen Sie da mal nach, warum die das machen. Dann bleibe ich mal in Deutschland, in meinem Bundesland. Wir haben einen Saarlandpakt geschlossen zur Entschuldung der Kommunen, der Kassenkredite, Rückzahlungszeiträume 45 Jahre. Das ist alles nichts Ungewöhnliches und es dient dazu, einem Land die Flexibilität und die Möglichkeit zu geben, aus der Wirtschaftskraft heraus, deswegen die Orientierung am Primärüberschuss, auch diese Rückzahlungsverpflichtungen einhalten zu können. Das ist klar, dass wir dies wünschen und hoffen, dass es eintritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen ehrlich zu uns sein. Der Eckhard Rehberg und Johannes Kaas, die beiden kennen sich damit besonders gut aus, andere auch, wissen, dass wir hohe Schuldenstände haben und immer wieder, sage ich mal, die Schuldenstände auf einem Niveau halten. Ich sehe nicht signifikantes Sinken in den Schuldenständen. Signifikant, bisschen schon. Also es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es auch anderen Ländern, denen es vermeintlich sehr gut geht, nicht immer gelingt, ihre Schuldenstände drastisch zu senken. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Warum sollten wir und der ESM und andere, die Europäische Gemeinschaft, die südlichen Länder, insbesondere Griechenland, hier anders behandeln? Ich sehe hier keinen Bedarf. In den Berichten, die wir haben, gibt es Bewertungen. Natürlich ist in Sachen Rente einiges getan worden. Es gab erhebliche Rentenkürzungen. Und es ist eine zu hohe Arbeitslosigkeit. Und Kollege Ulrich, der nach mir redet, wird es ja gleich nennen. Er wird die Austerität geißeln, er wird den Neoliberalismus geißeln, der zur Verarmung der Bevölkerung geführt hat und zu Elend der Rentner führt. Da ist ja auch was dran. Aber Kollege Ulrich, Sie werden mal wieder ausblenden, dass die Ursachen nicht nur darin liegen, sondern auch in einer eklatanten Misswirtschaft in Griechenland über Jahrzehnte. Und das müssen Sie dann auch dazu nennen, lieber Kollege Ulrich. Ich bin alles in allem guter Dinge. Die AfD widerspricht sich zum Beispiel auch in ihrem Antrag. Auf der einen Seite sagt sie, dass die Rückkehr zum Kapitalmarkt durch den glänzend risikoarmen Finanzzustand genannt wird, verursacht wird. Und dieser risikoarme und glänzende Zustand, den wollen Sie kaputt machen, indem Sie den Puffer zurückzahlen lassen. Der gibt nämlich diese Sicherheit her. Das wollen Sie kaputt machen. Aber ein bisschen weiter unten kritisieren Sie den Zustand der Wirtschaft, dass die Prognosen für die Zukunft eben keinen Primärüberschuss hergeben. Sie widersprechen sich sogar in Ihren eigenen Anträgen. Selbst das kriegen Sie nicht hin. Und das entlarvt Sie natürlich als Anti-Europäer. Das ist ziemlich klar. Dann zitieren Sie nur einen Bericht, den zweiten, der einen ganz anderen Schluss
nämlich der vom April 2019 zulässt, den zitieren Sie nicht. Deswegen möchte ich das hier tun. Hier kommt der Bericht zum Schluss, dass nachhaltige und kontinuierliche Umsetzung der im Programm vereinbarten Reformmaßnahmen gewährleistet ist. Auch das widerspricht dem, wenn das Weglassen der halben Wahrheit ist eben bei Ihnen Programm und führt zur Lüge. Insoweit entlarven Sie sich regelmäßig selbst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir haben mit den Maßnahmen auf europäischer Ebene, insbesondere beim ESM, eine gute Perspektive für die schwächelnden Staaten in der Staatshaushaltskrise geschaffen. Und die Erfolge sind auch zu sehen. Ich selber hätte mir auch einen stärkeren Ansatz für Wachstum und Beschäftigung in den Ländern gewünscht und weniger auf die Sanierung der Fiskalkreisläufe, die zweifelsohne notwendig sind. Denn ohne einen ausreichenden Bankenmarkt, der zur Finanzierung auch kleiner und mittlerer Unternehmen bereitsteht, geht es natürlich auch nicht. Aber ich glaube, da ist ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen worden. Aber die Anpassungen laufen. Und ich bin mir sicher, dass wir hier auch weitere gute Schritte gehen können. Das wünsche ich mir zumindest. Hierzu steht die demokratische Seite dieses Hauses geschlossen. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Denn wir sind für ein freies, offenes und solidarisches Europa im Gegensatz zum rechten Rand. Und in diesem Sinne werden wir weiterarbeiten. Glück auf. Vielen Dank, Christian Petri. Nächster Redner, der von Ihnen schon zitierte, Alexander Ulrich für die Fraktion Die Linke.